Willkommen zurück. Alle Mathematikstudenten, die wenigstens das erste Semester bestanden haben, kennen das Quotientenkriterium zum Test der Konvergenz unendlicher Reihen. Dabei wird es vermutlich beim regen Ausprobieren des Kriteriums dazu gekommen sein, dass der Limes des Quotienten, den man bildet, gegen 1 geht und folglich das Kriterium keine Aussage über die Konvergenz der Reihe liefert. Das ist aber kein Grund zu verzweifeln, für diesen Fall hat De Morgan eine Hierarchie von weiteren Testkriterien angegeben, von denen wir uns heute das einfachste ansehen wollen, das sogenannte Raabe-Kriterium. Es ist nicht das potenteste in der Liste, aber dafür weitaus einfacher anzuwenden und auch zu beweisen und dabei trotzdem aussagestärker als das Quotientenkriterium. Wir haben es hier also mit einem Kriterium zu tun, das mächtiger ist als das Quotientenkriterium, ohne dabei einen schwierigeren Beweis zu bedürfen. Das sollte also schon mal hellhörig machen. Um ein paar Tests in der De Morgan-Hierarchie zu nennen, von links nach rechts in der Hierarchie gehend, die danach geordnet ist, welche Tests man sukzessive konsultieren sollte, wenn es um die Frage des Grenzwertes gilt, also zunächst eben das Quotientenkriterium, wenn hier der Limes gleich 1 ist, schreitet man fort zum Raabe-Kriterium, danach das Bertrand-Kriterium und das Kummer-Kriterium. Überdies existiert noch ein mit dem Namen Gauss-Kriterium versehenes Kriterium. Bekannt dürfte den meisten nur das Quotientenkriterium sein, wobei die anderen auch verdienen, erwähnt zu werden. Sie kommen aber häufig nicht vor in den Einführungsvorlesungen und auch nicht in Einführungsbüchern. Und das ist bei den anderen Tests vielleicht verständlich, weil sie weniger gut anwendbar sind und auch schwieriger zu beweisen. Im Falle des Raabe-Kriteriums ist diese Kritik aber haltlos, weswegen wir uns es heute ansehen möchten. Bevor wir zum Raabe-Kriterium kommen, bietet es sich an, das Quotientenkriterium zu rekapitulieren. Es lautet, in etwas vereinfachter Form, dass für eine Folge a_n gilt, dass die dazugehörige Reihe konvergiert, wenn der Betragsquotient von a_n plus 1 durch a_n echt kleiner ist als 1 im Grenzwert und divergiert, wenn er größer ist als 1 und unbestimmt ist, wenn er gleich 1 ist. Von der Logik setzt das Raabe-Kriterium nun dann an, wenn wir den Quotienten vereinfacht haben und merken, dass der Grenzwert gleich 1 ist. Das Schöne ist, dass wir dann nicht von vorne anfangen müssen, sondern uns den ungeformten Quotienten merken können und dann im Raabe-Kriterium den Grenzwert von 1 minus diesen Quotienten mal n betrachten. Sollte dieser Grenzwert, und hier ist es gerade umgekehrt, größer als 1 sein, folgt die Konvergenz, bei kleiner als 1 die Divergenz und sollte wieder 1 herauskommen, müssen wir noch eine Stufe tiefer gehen in der De Morgan-Hierarchie. Schauen wir uns also mal zwei Beispiele an, in denen das Raabe-Kriterium der Retter in der Not ist. Dafür betrachten wir die alternierende Binomialreihe und fragen uns, wann diese konvergiert. Der Binomialkoeffizient ist hier in seiner allgemeinen Fassung gemeint, also wie folgt. Das erlaubt auch, negative Werte für Alpha einzusetzen, wie zum Beispiel hier minus 1 über k, oder auch rationale Werte, wie 2,5 über 2. Allgemein kann man jede komplexe Zahl verwenden, wobei das k aber ganzzahlig bleibt. Die erste ernüchternde Einsicht ist, dass das Quotientenkriterium hier nicht weiterhilft. Bildet man nämlich den Quotienten, schreibt den Binomialkoeffizienten aus und kürzt, erhält man Alpha minus n durch n plus 1. Da Alpha eine feste, aber beliebige Zahl ist, wird, sei Alpha noch so groß, irgendwann n größer sein als Alpha, sodass nur endlich viele n kleiner sind als Alpha und wir, solange wir am Grenzwert interessiert sind, von den Betragsstrichen absehen können. Unterstreichen kann man dieses Resultat, wenn man den Zähler so schreibt. Man erkennt, dass dieser Grenzwert, da Alpha ja fest ist, gegen 1 geht. Nun gilt aber nach Raabe, dass n mal 1 minus dieser Quotient, den wir nicht neu berechnen müssen, was dann nichts anderes als Alpha plus 1 mal n geteilt durch n plus 1 ist, gegen Alpha plus 1 geht, wenn n gegen unendlich läuft. Nach dem Raabe-Kriterium liegt also Konvergenz vor für Alpha größer 0 und für Alpha echt kleiner 0 Divergenz. Für Alpha gleich 0 gibt das Raabe-Kriterium zwar keine Aussage, aber hier muss man nur auf die Reihe selbst zurückgehen. Man erhält hier nur das Anfangsglied, danach ist nämlich 0 über k immer gleich 0. Ein anderes Beispiel, nehmen wir die Reihe über 1 durch den Logarithmus von n. Hier gilt auch, dass das Quotientenkriterium nicht weit hilft, da der Quotient im Limes gleich 1 ist. Betrachtet man aber den Raabe-Term und verwendet im zweiten Schritt nun L'Hôpital, vereinfacht dann und vereinfacht nochmal und erkennt nun, dass der Logarithmus stetig ist, zieht also den Limes in die Klammer, erhält man, dass der Grenzwert gleich 0 ist, das heißt kleiner als 1 und damit die Reihe divergiert nach dem Raabe-Kriterium. Wir haben hier also Fälle gefunden, in denen das Quotientenkriterium versagt, das Raabe-Kriterium aber eine Antwort liefert.
können wir nur noch zeigen, dass immer dann, wenn das Quotientenkriterium anschlägt, auch das Rabe-Kriterium funktioniert, haben wir gezeigt, dass das Rabe-Kriterium potenter ist, da es eben Reihen gibt, wo das Rabe-Kriterium funktioniert, nicht aber das Quotientenkriterium, und überall, wo das Quotientenkriterium funktioniert, aber das Rabe-Kriterium funktioniert. Sollte es sich dann noch ergeben, dass das Rabe-Kriterium keine Mühen beim Beweisen desselben macht, ist es klarerweise das bessere Kriterium und sollte in jedem Einführungsbuch diskutiert werden. Eigentlich ist es nicht schwer zu sehen, warum immer dann, wenn das Quotientenkriterium eine Aussage liefert, so auch Rabe dies tut. Es hat damit zu tun, dass das Rabe-Kriterium von der Gestalt nicht allzu weit vom Quotientenkriterium abweicht. Für die Begründung betrachte man die Menge aller Reihen, bei denen das Quotientenkriterium die Konvergenz ausweist. Dann gilt für jedes Element dieser Menge, dass der Grenzwert von 1 minus an plus 1 durch an gegen 1 minus k geht, wobei, da eben die Reihe konvergiert, der Quotient nach dem Quotientenkriterium gegen ein k geht, das kleiner als 1 ist. Dafür muss man einfach kurz an das Quotientenkriterium denken. Da der Limes dieses Ausdrucks also ungleich 0 ist, können wir die Grenzwertsätze anwenden. Wenn wir also n mal 1 minus an plus 1 durch an betrachten, ist das nichts anderes als der Produkt der beiden Limites, was dann gleich plus unendlich ist, also echt größer als 1 und damit nach Rabe Konvergenz vorliegt. Die Divergenzaussage zeigt man analog. Damit ist dann insgesamt gezeigt, das Rabe-Kriterium ist echt stärker als das Quotientenkriterium. Nun steht und fällt der Nutzen des Rabe-Kriteriums für die Theoretiker mit der Schwierigkeit des Beweises. Schauen wir uns das an.